So, und da sind wir wieder bei The Forest. Und mich blendet ein bisschen die Sonne. Ich hasse die Sonne. Und ich könnte jetzt schon wetten, dass ich gleich wieder angegriffen werde. Aber ihr wisst ja, ich werde bald eine Falle dafür aufstellen, dass die hier nicht mehr hingehen. Diese Pisser. Die stören mich echt, die Typen. Ich meine, die haben ja auch gar nichts zu suchen. Hier bei mir. Nur damit die zu der einen Leiche dort vorne hingehen können. Mehr nicht. Da geht's zum scheiß Ball. Aber nicht zu der Leiche. Am besten, ich mach die gleich kaputt. Die stehen einfach schon wieder da. Willst du mich eigentlich verarschen? Ihr scheiß Pisser, ey. So. Jetzt verpisst euch. Ich will euch hier nicht sehen. Ganz ehrlich mal, wenn die sich hier weiter rumtreiben, dann muss ich zu härteren Maßnahmen greifen. Die sind hier einfach um mein ganzes Lager rum. Du willst mich doch verarschen. Es hört auf, meine Mauern hier anzugreifen. Ich brauche unbedingt Pfeile. Dafür brauche ich Federn. Nur leider komme ich nie an diese scheiß Vögel. Wisst ihr was, ich habe echt keinen Bock darauf. Ich gehe mal weg. Sollen die doch ihren Scheiß selber machen. Ich will das nicht mehr. Ich hau hier einfach ab. Wenn die mir folgen, sind die Scheiße. Und dann habe ich einen Grund, wirklich drauf zu schlagen. Oh. Die folgen mir. Ja, da hinten sind welche. Ganz, ganz weit hinten und die sehen mich natürlich. Und da ist so eine Riesenschildkröte. Vielleicht sollten wir denen endlich mal zeigen, dass wir überhaupt nichts, dass die uns überhaupt nichts können. Indem wir genau in deren Lager einfach mal ein Effigy setzen. Wer weiß, vielleicht bringt das ja echt was. Aber ich wette, hier ist jemand, der das bewacht. War ja letztens auch so. Mal sehen. Hier haben wir schon mal Tote. Mehr auch nicht. Wenn man einen Totenkopf sieht, müsste da eigentlich auch stehen, Thorn Survivor. Gut, nicht bei jedem Totenkopf, aber bei den meisten, weil da würde keiner sein, wenn da nicht jemand gestorben wäre. Und ich denke kaum, dass wir hier jemanden getötet haben. Und da ist schon wieder so eine Riesenschildkröte.
Mal sehen, wie schnell du flüchten kannst. Los! Ich habe das perfekte Reittier gefunden. Ich muss nur immer mitlaufen. Okay, vergiss es. Das ist ja nicht gerade quer durch den Hals. Der sich gerade. Okay. Der ist nicht tot. Er lebt noch. Haben wir sonst noch was, was ich tun könnte? Ich meine, so viel ist hier jetzt auch nicht mehr. Ist das hier plötzlich hell geworden? Ich habe ja nicht genau drauf geschlagen, ne? Alter. Das sieht einfach schon aus, als wenn ich angegriffen wurde, aber nein. Das ist einfach nur ein Stock. Da steht einfach mal einer. Hier für dich. Das sah jetzt mehr als bescheuert aus. Aber war auch mal eine tolle Erfahrung, das auch zu machen. Wie auch immer der Typ da hingekommen ist. Hauptsache, die Leiche da explodiert nicht, die noch näher dran war als er. Aber er explodiert. Und da kommen auch schon welche. Na, ich werde jetzt erstmal ein bisschen ruhiger vorgehen. Und ein paar Vögel suchen. Ja, das war der Typ von unten, der da gerade geschrien hat. Auf jeden Fall als allererstes Vögel trifft man mehr mit einem Speer. Und allein schon deshalb, weil der Weak Spear heißt, müsste ja demnächst noch ein neuer Speer kommen. Oder dieser Speer müsste auch wertbar sein. Da steht einer. Alleine. Okay, der geht weg. Bestimmt zu seinen Leuten. Kann das sein, dass hier mal ein Absturzpunkt ist? Keine Ahnung, sieht aber so aus. Boah, hier kommen immer mehr hin, ey. Die auch unbedingt in meinem Gebiet rumlaufen, ne? Ja, ihr Pisser. Sonst geht er nirgendwo hin, ne? Nur in mein Gebiet. Ich wollte da hoch. Ja, genau. Ihr könnt da natürlich so hoch gehen. Und da ist schon wieder einer in meinem. Ja. Genau, lauf da einfach durch. Scheiß Hacker. Oh nee. Schon wieder so einer.
Okay, sein scheiß Feuer, das nützt dem jetzt auch nichts mehr, weil es regnet. Aber ich könnte wetten, dass ich dadurch immer noch Schaden kriege. Ja, kommt doch her. So, und jetzt? Was tut er jetzt, wenn ihr brennt? Hä? Geistig Behinderte, ey. Und dort ist der nächste Kampf, oder was? Und da kommen noch mehr. Von irgendwo da hinten. Oder von dort. Ja, das kommt eindeutig aus der Richtung. Mich würde nur interessieren, wie viele Leute da sind. Hört sich nach vielen an. Einer, der abhaut. Und der Typ da, der jetzt ganz geschmeidig durchs Bild läuft. Richtig chilliger Typ. Was? Was? Keine Ahnung, was du willst. Dort hinten läuft der nächste. Oh, ich hätte echt den Alkohol mitnehmen sollen. Verpiss dich! Das macht dem anscheinend keine Angst. Was tue ich denn da am besten? Ja, machen wir dem mit seinen eigenen Waffen kaputt. Ich glaube nicht, dass der mich noch weiter nervt. Am besten ich tue jetzt mein ganzes Fleisch weg. Da kommen auch schon die nächsten Pisser an. Oh nein, ihr kriegt nichts. Was locken die immer her? Doch nicht das Feuer. Ich denke mal eher, die haben hier irgendwas, was die an mir gesehen haben, dass die immer wieder kommen. Ich muss den mal richtig eins reinhauen. Dann bleiben sie weg. Wie den das erst nicht stört, dass ich den anhaue. Stirb doch endlich. Mir noch zu lebendig. So, jetzt ist Ruhe. Hoffentlich endlich mal für eine längere Zeit. Denn ich will nicht schon wieder kämpfen müssen. Aber ich muss es wohl. Scheint sich an der Leiche da wegzufressen, ja. Ja. Na, ihr Pisser! Kommt schon. Habe ich die gerade down? Wen habe ich da zu Boden gehoben? Ich meine, ich hätte eben eine Frau getötet. Warum ist das jetzt ein Mann? Jedenfalls habe ich eine Frau angegriffen. Ja, du kriegst hier wieder Erstschlag oder was? Scheiß Drecks. Blöd. Teil.
Feuer bleibt natürlich am längsten stehen. So, die Falle muss natürlich schnell wieder aufgestellt werden. Hatte die nicht eben noch eine andere Kriegsbemalung? Und jetzt ist die ganz nackt, genau. Das ergibt Sinn. Ich meine, ich schlage immer so hart zu, weißt du? Am besten ich zerstöre die Leiche, damit auch keiner da hinkommt. Hier einfach zwei Leichen, okay, zerstören. Ich glaube, wir müssen den echt mal ein größeres Effigy bauen. Das sollte doch Eindruck schinden. Das ist total fresh bei den Kids in der Hood. Naja, bei den Kids in der Hood, die ihr Leben richtig leben. Digga. Mit Waffen und Knarren und sonstigen Scheiß. Die hängen ihre Eltern auch immer so auf. Bescheuerte Dreckskinder. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich meine, für die Kultur muss ja auch was getan werden. So, jetzt noch Sticks. Dort hinten sind welche. Und die höre ich da wahrscheinlich auch. Von dort kam auch was. Die laufen aber weg. Von dort hinten und von dort. Aber mehr läuft hier auch nicht rum. Okay. Okay, die dort vorne da. Das ist, glaube ich, einer. Ich schleiche mich an. Mal sehen, wie nah ich rankomme. Okay, der geht in die Nähe von anderen. Auf den Baum zu vergewaltigen. So, du wirst keine Bäume mehr vergewaltigen. Habe ich auch mal was Gutes für Greenpeace getan. Das ist positiv in meiner Bilanz. Alter, bald ist das so, dass ich gar nicht mehr Essen suchen brauche. Dann einfach immer nur noch Essen da rumhängen habe. Dass ich nicht mehr wegbekomme. Wie hier sehr gut zu sehen ist. Der Typ eben hier reingekommen. Ist der hier drin gespawnt oder was? Wo ist der von der Klippe da runtergefallen? Fragen über Fragen.
penne ich jetzt erstmal und dann speichere ich. Und ich würde mal erstmal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.